Liebe Freunde des Energiegesprächs, heute habe ich Frau Dr. Simone Beck bei mir, die im Nationalpark im Schwarzwald arbeitet. Sie ist studierte Forstwissenschaftlerin und hat promoviert im Gebiet Forstwirtschaft in der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt, wenn ich es richtig sehe, und ist im Bereich Forstökonomie unterwegs. Ist auch politisch aktiv, wie ich gesehen habe, mit Kandidatur für einen Gemeinderat. Und wir werden uns heute mal über den Wald, über seine klimatischen Sorgen und über Holz und so weiter unterhalten. So, Simone, erstmal vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, hier vorbeizukommen. Und ich will dich als erstes mal fragen, wie bist du denn zum Wald gekommen, dass du dich mit Wald beschäftigst? Das ist ja nicht der typische Frauenberuf Forstwirtin. Ja, als Kind hat diese Leidenschaft begonnen, einfach die Freiheit im Wald zu erleben. Ganz klassisch, man wächst im ländlichen Raum auf, genießt als Kind den Wald um sich herum, die Freiheit, das Entdecken, auch das Abenteuer im Wald. Und nach dem Abitur war dann einfach die Frage, wo geht's hin? Und diese Kombination Naturschutz, Umweltschutz, aber gleichzeitig eine nachhaltige Nutzung, sich als Aufgabe zu setzen, das hat mich damals schon fasziniert. Ich habe dann nach dem Abitur ein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht und in diesem Jahr den Forstberuf kennengelernt und mich nach dem Jahr dann entschieden, in Freiburg Forstwissenschaft zu studieren. Ja, sehr schön. Also wie gesagt, Forst als wirklich als das Thema, was von Anfang an interessiert. Das jetzt kommt die erste Frage, wie geht es denn im Wald aktuell, wenn man so rausgucken? Also es war jetzt in den letzten Wochen wieder trocken. Mhm. Wie geht es dem Wald im Moment? Ja, also im Schwarzwald. Genau. Das ist immer schwierig zu sagen, der Wald. Mhm. Okay. Der Blick, wenn man sich mit Wald und diesen Themen beschäftigt, geht dann immer speziell nach bestimmten Höhenlagen einfach zu gliedern, weil wir unterschiedliche Waldtypen haben. Wir haben einen Wald in niederen Bereichen, einen Wald in der Mittelbergszone, einen Wald im Hochgebirge und da sind die Situationen natürlich unterschiedlich. Okay, also erstmal, der Wald ist also höhengestuft? Höhenzonal gegliedert, dann einfach nach unterschiedlichen Standorten. Der Wald sind einfach eine Vielzahl von Waldtypen und Waldgesellschaften. Und insgesamt kann man schon sagen, dass die Baumart, oder halt, ja, es geht im Wald, wenn man wieder alles macht, insgesamt leidet er unter den Klimaveränderungen. Mhm. Gleichzeitig kann man nicht pauschal sagen, überall gleich, sondern differenziert nach den unterschiedlichen Standorten. Okay, dann schauen wir uns das mal an. Also wir haben den Klimawandel, der hat ja verschiedene Effekte. Also ein Problem ist erstmal die Wärme. Es wird wärmer, um 2 Grad oder irgendwas auch immer da kommen mag. Und tendenziell habe ich immer in der Schule gelernt, es gibt eine Baumgrenze, ab der ist so viel Schnee im Winter oder so kalt, dass es keine Bäume mehr gibt. Oder genau. Jedenfalls keine hochwachsenden Bäume gibt, sondern irgendwie Latschen und solche Sachen. Schiebt eigentlich sich diese Baumgrenze schon nach oben durch den Klimawandel? Ja. Ja, wie ist stark? Genau, wie stark? Müsste man auch den Vegetationskundler direkt fragen, ja. Aber die Effekte sind natürlich spürbar. Dass einfach in den Hochlagen, also ich arbeite im Nationalpark Schwarzwald, wir haben in Baden-Württemberg die höheren Lagen, sage ich jetzt einfach mal rund um 1000 Meter, plus, minus. Mhm. Im Prinzip haben wir eine gute Wasserversorgung. Mhm. Wir haben einen ausreichenden Niederschlag. Gleichzeitig haben wir immer noch verschiedene Stickstoffeinträge, das heißt eigentlich der Wald ist gut nährstoffversorgt. Wir haben mehr Wärme. Von den Autos und so. Ja, also insgesamt, das ist einfach so, beobachtet die letzten Jahrzehnte, also man sagt eigentlich, der Wald wächst zum Teil intensiver, weil aus, ja, auch wieder der große Bogen, wenn man aus der Vergangenheit schaut, die jahrhundertelange Waldwirtschaft hat oft, man hat den Wald ausgeräumt. Ja. Der Wald wurde bis circa Ende vom 19. Jahrhundert, Anfang vom 20. Jahrhundert viel intensiver genutzt wie jetzt. Man hat die Streunutzung betrieben, hat Nährstoffe aus dem Wald rausgeholt. Ja. Das hat man alles über eine geregelte nachhaltige Waldbewirtschaftung hat man das umgedreht. Es war
Eine Waldweide wurde verboten. Es wurde darauf geachtet, dass die ganzen Nährstoffe im Wald bleiben. Zusätzlich durch eigentlich die Schadstoffe in der Luft, aber auch zum Teil Nährstoffe. Also die Nährstoffversorgung im Wald an sich ist gut. Ist also es gibt das heißt, sprich auch die Wärme durch den Klimawandel, dann kann man sagen, okay, ja, genau. Also die Wachstumsbedingungen sind besser und solange die Wasserversorgung stimmt, schiebt sich durch die verlängerten Vegetationszeiten, ja, genau, die wilder und milder, schiebt sich die Baumgrenze nach oben. Das heißt, man kann auch sagen, wir haben, genau, und jetzt kommt aber der Mangel bei der ganzen Situation. Wenn ich mehr wachsen möchte, mehr Nährstoffe habe, braucht auch eine Pflanze mehr Wasser. Und das fehlt, weil das Wasser wird zwar nicht weniger, aber die Zeiten, wo es zur Verfügung steht, verändern sich. Das heißt, wir haben viel längere Dürreperioden und wir haben einfach den Niederschlag mit über Starkregenereignisse und nicht so gut verfügbar im Boden, wie er dauerhaft sein soll. Also das heißt, zum einen verschiebt sich die Baumgrenze nach oben, aber insgesamt verschiebt sich das Ganze, die ganzen Waldgesellschaften in der Hinsicht, dass wir bei uns, hier sage ich jetzt in Baden-Württemberg, sozusagen die Situation von Süd-Frankreich, von Norditalien bekommen. Also wir haben wir sind jetzt eben klimatisch sozusagen nach Südwesten gewandert. Genau. Sozusagen. Genau. Also wir haben die Limitierung durch die Wärme, also wie lange ist die Vegetationsperiode, wesentlich die frostfreie Periode wahrscheinlich? Das ist genau, die verschiebt sich. Mhm. Wir haben auch, also im Nationalpark Schwarzwald machen wir auch die ganzen phänologischen Untersuchungen langfristig. Uns gibt es zurzeit 10 Jahren und da sieht man schon, dass sich einfach die Zeitpunkte der Blüte, des Austriebs nach vorne verschieben. Also auch bei den anderen Pflanzen. Wir haben natürlich zum einen die klassischen Bäume, aber wir haben ja im Wald ja auch jede Menge andere Pflanzen. Genau, Blühpflanzen etc. Und wenn das aber passiert, steigt die Gefahr der Spätfröste. Das heißt, das ist ein ganz wichtiges Kriterium für das Zusammensetzen der Waldgesellschaften. Man könnte ja jetzt ganz locker sagen, okay, wenn wir hier die Situation von Südfrankreich haben, dann sollen einfach die Bäume von Südfrankreich, die dort sind, oder von Norditalien, verschiedenste Eichenarten, die dort angepasst sind, die könnten wir bei uns einfach übernehmen. Geht leider nicht so, weil bei uns einfach die Spätfrostgefahr bleibt. Und wenn so ein Baum dann immer wieder erfriert, hat er keine Chance, Teil des Waldökosystems zu werden. Das heißt, diese Entwicklungen der Waldgesellschaften, die gab es immer. Die gab es schon immer, die Verschiebung. Die Bäume wandern. Nur die Geschwindigkeit, die wir Menschen durch die Klimaveränderung anschieben, durch unseren CO2-Ausstoß, durch den Methan in der Atmosphäre, so schnell kommen die Waldgesellschaften nicht hinterher. Okay, also das heißt, die Bäume sind sozusagen ja auch irgendwann mal nach der Eiszeit hier eingewandert. Genau. Und jetzt kommen eben auch, könnte man sich vorstellen, dass weitere Baumsorten herkommen. Also Nussbaum gilt, glaube ich, so als einer der Spätnachzügler. Oder die Esskastanie wäre dann der nächste Kandidat, wenn wir also hier von nach Südfrankreich gucken, die ja da sehr viel im Wald ist. Also wir haben jetzt also die Wärme, das Wasser, dann haben die Nährstoffe, da sagen sie, das schaut ganz gut aus. Jetzt hört man immer, CO2 sei eigentlich sogar ein Düngemittel, beziehungsweise das erleichtert das Atmen der Pflanzen. Kann man das so sagen oder ist das irgendwie verkürzt dargestellt, weil die Porenöffnungen oder so? Ob es erleichtert, weiß nicht, da bin ich auch zu wenig jetzt. Ja, aber jedenfalls, also man sieht jetzt durch das CO2 kein Problem direkt. Also, dass man sagt, höhere CO2-Spiegel macht irgendwas. Gut, also jetzt schauen wir mal nochmal an. Also, die Region Schwarzwald hat das Glück, dass es relativ viel regnet. Das ist ja nicht in ganz Deutschland so. Genau. Ja, eben die Niederschlagsverteilung, das ist eben das Besondere bei uns mit dem Höhenkamm, rund um die 2000 mm Niederschlag. Okay, und, also oben? Genau, und in anderen Bereichen natürlich nicht. Und wenn das Wasser fehlt, dann... Fließt es dann runter? Weil du gefragt hast, in anderen Bereichen natürlich, wir sind die mit Niederschlags, also am besten mit Niederschlag versorgte Region. Okay, also gut, also erstmal ein bisschen hier gut versorgt, weil wir eben diese Kammregion mit den Regen haben. Allerdings dann oft... Nicht das ganze Jahr durch. Genau, nicht das ganze Jahr durch. Das heißt, trotzdem haben wir eben die lange Dürrephasen, so wie jetzt. Das heißt, auch hier sinkt der Grundwasserspiegel, die Erreichbarkeit. Wenn wir dann Niederschläge haben, ein feuchtes Frühjahr war toll. Da ist ein Teil, also einfach vom Oberboden gesättigt. Das heißt, die Fichte zum Beispiel kommt dann wieder an dieses Wasser dran. Aber eine Tanne, die viel tiefer wurzelt,
die kommt oberflächlich noch dran, aber diese langfristigen Schäden, die Trockenschäden, das mangelnde Wasser, das sieht man an der Tanne deutlich, an der Buche deutlich. Und eben die Fichte war jetzt noch gut, sie ist gut gestartet, aber über die längere Trockenphase, die Fichte ist ein Flachwurzler, da ist die sofort wieder unter dem Trockenstress. Ah, okay. Und von daher dieses mangelnde verfügbare Wasser, das ist ein Dauerstress, eben durch die Trockenjahre, die wir hatten. Und von daher ist die Gesamt- oder halt ist der Zustand schon schwierig und kritisch, aber immer, man kann es nicht pauschal sagen, man muss schon schauen, wo man sich befindet. Es gibt ja Nationalpark Schwarzwald, ist ja, sagen wir mal, eher ein kleiner Nationalpark. Mhm. Ist in zwei Stücken, glaube ich, da irgendwie bei Freudenstadt in der Nähe, so im Prinzip. Jetzt gibt es noch einen anderen Nationalpark, zum Beispiel Bayerischer Wald. Habt ihr damit Kontakt oder wie geht es denen? Genau, also natürlich sind wir im engen Austausch, die ganzen Nationalparke untereinander und vor allem auch diese Waldnationalparke mit ihren Themen. Mhm. Bei uns ist natürlich, Bayerischer Wald hat einfach 30 Jahre Vorsprung vor dem Nationalpark Schwarzwald in vielen Entwicklungen. Ja. Die Einrichtung vom Nationalpark hat bei uns, aber meines Wissens auch in großen Teilen im Bayerischen Wald einfach, wurde auf einen vom Menschen geformten Wald hier vorgenommen. Das heißt, es ist kein Urwald, sondern es ist ein Kulturwald, der über Jahrhunderte vom Menschen genutzt wurde. Und weil du gefragt hast, wie geht es dem Wald, wenn man so einen Wald jetzt dann einfach sich selber überlässt, finden da Entwicklungen, Prozesse statt, die erstmal auf einen Kulturwald treffen, und der geprägt ist von einer gewissen Baumart. Das ist bei uns, wie im Bayerischen Wald, natürlich die Fichte. Und zum Gesundheitszustand von der Fichte kommt eben, wenn sie gestresst ist, durch die mangelnde verfügbare Wasserkapazität natürlich dann die Gegenspieler dazu, die es in jedem Wald gibt, die in jedem Wald dazugehören, ein Borkenkäfer. Aber er trifft hier auf ein System, das einfach sehr einheitlich geprägt ist. Und drum das war im Bayerischen Wald so, da wurde der eingerichtet und dann der Borkenkäfer ist Teil vom Wald und hat dort jetzt schon länger gewirkt, 30 Jahre länger wie bei uns. Das heißt, wir sehen dort eine Entwicklung, die bei uns jetzt im Nationalpark Schwarzwald auch. Und in welche Richtung geht da diese Entwicklung im Bayerischen Wald? Dass man sagt, dann kommen die Tannen wieder hoch oder die Buche oder was gibt es da irgend so einen? Genau. Da kommt jetzt wieder der Gedanke Zeit ins Spiel. Also was ist Zeit in Bezug auf den Wald und Zeit in Bezug auf unser Verständnis? Ich sage es jetzt für den Nationalpark Schwarzwald, was wir beobachten in der Entwicklung. Es sind durchweg von der Fichte geprägte Bestände, die wir jetzt sozusagen nicht mehr managen in der Kernzone und sich selber überlassen. Der Borkenkäfer macht seine Arbeit an verschiedensten Stellen. Die Bäume sterben ab, sie bleiben aber stehen. Ja. Das Samenpotenzial, das im Boden ist, das ist natürlich wieder geprägt von dem Bestand, der vorher drüber stand. Ja klar, stand. Kommt das von selbst. Ja. Da ist vielfach Fichte, aber es war ein Bergmischwald, also Fichte, Tanne, Buche. Das sind die Baumarten, die einfach mit dieser Höhenlage gut oder unter den Bedingungen dominieren. Und zu erwarten, dass jetzt gleich in der nächsten Generation unter den Fichten mehr Tannen und Buchen kommen, dem ist noch nicht so, weil jede Baumart hat besondere Ansprüche. Die Fichte ist ein Schnellstarter. Die Fichte kann relativ, also die braucht gewisses Licht, dass sie wieder aber dann geht's wachsen kommen. Die Tanne ist im Dunkel. Also die Tanne, die wartet, bis mal die anderen umgefallen sind. Dann. Genau, also die Tanne ist im Vergleich zur Fichte, wächst schon bei dunkleren Lichtverhältnissen auf. Die Buche dahingegen ist auch eine Schattbaumart, die braucht aber trotzdem dann ab einer gewissen Zeit einfach Licht und dann ist sie dominanter gegenüber den anderen Baumarten. Mhm. Also die Baumarten machen dann sozusagen ein Wettrennen. Okay. Ein Wettrennen bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Okay. Und das, was wir beobachten, ist jetzt, wenn der relativ gleichförmige
Fichtenbestand durchsetzt mit einzelnen Tannen und Buchen. Wenn da die Fichten ausfallen, haben wir zum Teil die Tannen, die stehen bleiben, also die weiter da sind. Natürlich leiden die auch unter dem Trockenstress. Da kommen auch die Gegenspieler dazu. Es gibt auch die Tannenborkenkäfer. Die Borkenkäfer sind sehr spezialisiert. Jeder sucht sich. Also jeder Borkenkäfer hat seinen Lieblingsbaum. Genau, also da gibt es viele verschiedene Arten. Und das Bild, das dann einfach entsteht, dass in der nächsten Generation natürlich wieder Fichten kommen. Der Anteil von der Tanne, die mitkommt, variiert. Es ist gut, wenn wir einfach Tannen im Oberbestand haben. Es kommen die Vogelbeere und die Buche mit dazu. Und insgesamt ist natürlich die nächste Generation, die jetzt aufwächst, sehr viel differenzierter, sehr viel strukturreicher. Aber es wird noch einfach einige mehrere Jahrhunderte, Generationen dauern. Wir hatten ja so große Sturmereignisse in den 90er Jahren. Ich weiß gar nicht, ob das so üblich ist, aber da war ja Lothar und Wiebke. Genau, Wiebke, wie sie hießen, diese Stürme, hat immer so nette Namen. Haben die dann, also auch einen spürbaren Einfluss natürlich, so ein Sturm, wenn der einmal durchzieht und da so eine ganze Fläche umwirft, welcher Baum gewinnt, der da die Samen schon im Boden hat? Oder? Es ist kleinflächig unterschiedlich, wenn man so ganz der große Strich drunter macht. Klar, gewinnt die Tanne wieder. Die Fichte, genau. Ja, gut. Aber auch da, da gibt es zum Beispiel bei uns im Schwarzwald im Nationalpark den Lothar-Pfad, weil man sich damals bewusst entschieden hat. Knibis ist das, glaube ich. Genau, als der Sturm drüber ist, hat man gesagt, und auf dieser Fläche, da wollen wir es beobachten und sehen, was passiert. Da hat man nicht geräumt, da hat man die Baumstämme nicht entfernt, sondern alles so belassen. Ist das Nationalparkteil? Das ist Nationalparkteil. Okay. Und das ist genau das, was was mir wichtig ist oder was ich betonen möchte, wenn wir die Bäume liegen lassen, nicht räumen, entstehen kleinräumig unterschiedliche Verhältnisse, das heißt, es fördert die Struktur. Wenn wir jetzt Käferflächen haben, die brechen, es ist hochinteressant und spannend, wenn ein Baum abgestorben ist, ist er nicht tot, sondern er lebt er weiter. Also andere Tiere kommen da rein. Das Totholz ist lebendig, es bricht ab in verschiedensten Situationen und durch dieses vermeintliche Chaos entsteht einfach viel Struktur wieder. Was wäre denn eigentlich im Schwarzwald sozusagen der Urwald? Also ich weiß nicht, ob es war. Weiß man denn, wie vor 1000 Jahren hier der Wald war? Hat man da eine Idee? Was war da früher? Genau, also da hat man viele, viele, viele Untersuchungen und viele. Glaubensfrage nicht, aber es gibt natürlich große Diskussionen, wie er dann wirklich war. Keiner kann es überprüfen. Wir haben in verschiedenen Mooren, die Datenspeicher sind, über die Pollenanalysen gleichzeitig, eben waldgeschichtlich, wie war der Einfluss des Menschen, das wird man das rauskriegen. Und das ist auch in der Diskussion, wo sie jetzt hingehen oder warum braucht man so einen Nationalpark? Warum braucht man Flächen, wo man nicht eingreift? Warum? Ich glaube, das müssen wir Menschen uns davon lösen, dass wir wissen, irgendwas wiederherstellen zu wollen oder irgendwas wieder, ein Zielbild im Wald zu verfolgen. Das ist das Spannende im Nationalpark Schwarzwald. Leisten sehr viel Arbeit, um einfach nichts auf der Fläche zu tun, um einfach mal wirklich den Prozess laufen zu lassen. Und Sie beobachten, Sie sind also sozusagen nicht der Förster, der jetzt hier irgendwie da die ganzen Territorien da füllt mit Bäumen, sondern Sie lassen den Wald selbst machen, mehr oder weniger, und Sie begleiten das, ich sage es mal wissenschaftlich oder mit beobachtenden Methoden, um zu sehen, was sich verhält. Jetzt kommen wir haben aber jetzt natürlich noch eine zweite Hälfte beim Wald, das ist die Holznutzung. Also Wald verbindet man eben erstmal mit Holznutzung. Jetzt liegt ja ab und zu mal im Schwarzwald so ein Balken, da steht der sekündliche Zuwachs des Holzes. Ich bin da mal völlig beeindruckt, kann man gar nicht vorstellen, eine Sekunde, da ist ein Riesenbaumstamm. Hat dieses Holzvolumen sich eigentlich geändert, weil Sie sagen, den Bäumen geht es im Großen und Ganzen eigentlich gar nicht so schlecht, was da entsteht an neuen Holz? Also das, was ich vorhin zu Beginn vom Interview gesagt habe, der Zuwachs ist höher. Also man sieht, wenn man die Baumscheiben anschaut, diese Ringabstände. Genau, dass das einfach steigt. Also dass das die Geschwindigkeit aufgrund von der, vorher war es vielleicht nicht korrekt gesagt am Anfang, aufgrund von der besseren Nährstoffversorgung haben wir einen deutlich stärkeren Zuwachs. Und das macht
zum Beispiel an der FAA die ganze Abteilung Waldwachstumskunde. Ja. Okay, Waldwachstumskunde. Okay, jetzt haben wir vielleicht noch einen, es fällt mir jetzt noch ein, weil wir gerade bei diesen Problemen der Klima und sonstigen sind. Wir hatten ja diese in den 80er Jahren diese Diskussion, der Wald stirbt. Mhm. Waldsterben war das ganz große Thema. Alles wurde nach Waldsterben ausgelegt, sage ich mal. Und da hatte man dann den Katalysator eingeführt, man hatte großen Kraftwerke mit Schwefelfiltern ausgestattet. Also man kann jetzt sagen, das hat geholfen. Wir haben das Gefühl, zumindest diese zwei Probleme sind irgendwie weg. Also vor allem dieser Schwefeleintrag. Auf jeden Fall. Also da hat sich viel getan, Gott sei Dank. Auch da muss ich jetzt kurz ganz tief in das Studium mich zurückerinnern, weil das sind aktuell weniger Themen, aber durch diese Schwefelverbindungen, einfach diese sauren... Ja, sauren Böden, das war genau, ja das Stichwort. Versauerten Böden, diese sauren Einträge, auch zum Teil diese ätzenden, was runterkam, einfach, das hat schon geholfen. Also das dass Ganze, es nicht mehr da ist. Genau, ja. Das also war wichtig. Also wir haben zum einen den Giftstoffeintrag gestoppt, also diese, ich glaube, 1 Liter Schwefelsäure pro 1000 Quadratmeter war irgendwie so ein Wert. Und wir haben auf der anderen Seite eigentlich ein paar positive Effekte, Nährstoffe sind ausreichend da. So, also wir haben ein Holzvolumen und es ist ja immer die Frage, was mache ich mit dem Holz? Also da gibt es ja, sagen wir mal, Holz kann man äußerst vielfältig nutzen, wenn ich es so verstehe. Jetzt das, was man hier im Schwarzwald sieht, oder in der Nachbarschaft zumindest, Brennmaterial. Holzofen ist gerade jetzt in der letzten Saison äußerst beliebt gewesen. Ja. Welche Wirkung hat das Brennmaterial sammeln auf dem Wald? Das ist gerade im Nachbarforum ganz große Vorträge über die Diskussion, was darf man Holz überhaupt verbrennen? Ja, genau. Genau, also da auch nochmal der Blick in die Geschichte. Weil Sie sagen, das Holzsammeln im Wald, es ist ja erlaubt, also immer noch laut Landeswaldgesetz, so ist mein Stand, sozusagen dieses Bündel Brennholz, das ich jetzt brauche, das darf ich rausnehmen für das Grillfeuer an der Lagerstelle, an der genehmigten Feuerstelle. Und der Griff dazu, was ich vorhin gesagt habe, oder nochmal der Rückblick, früher war eben die Nutzung aus dem Wald, Streunutzung, kleinste Reisigbüschel, gemacht hat, das war alles da. Und das ist, Gott sei Dank, hat sich das verändert. Also diese Sachen werden wieder im Wald gelassen. Es gibt die FSC-Zertifizierung, das heißt, es darf nur Holz aus dem Wald genommen werden, das ein Durchmesser größer wie 7 cm hat. Okay. Das sind solche Sachen. Alles andere muss im Wald verbleiben, dann ist ein Kriterium beim FSC-Zertifikat. Also so ganz kleine Holzsachen darf ich eigentlich nicht raus nach Hause schleppen für meinen Kaffeeofen. Genau. Oder so. Und eben auch die Streunutzung. Gott sei Dank, das war ganz waldhistorisch geschieht. Das hat alles abgenommen oder halt ist alles verboten. Das Holz als nachhaltigen Brennstoff zu nutzen, ist in der Diskussion. Jedes Verfeuern von Holz produziert natürlich CO2. Ja. Von daher ist es aus Klimawandel sich natürlich besser, das Holz anderweitig zu nutzen und nicht zu verbrennen. Ja, genau. Also das ist eine spannende Frage. Anderweitig, was wäre denn jetzt eine klimafreundliche Holznutzung? Also der Holztisch hier ist schon mal eine gute Idee. Genau. Alles, was langfristig, langlebig, einfach mit Holz produziert werden kann, wo man auch andere Stoffe ersetzen kann, die einfach in der Klimawirkung schädlicher sind, das ist was Tolles, weil wir produzieren den Rohstoff Holz im bewirtschafteten Wald nachhaltig weiter. Und meine persönliche Überzeugung ist, dass wir im Moment die Nutzung von Holz, dass wir die aufweiten müssen, weil um so einen Tisch zu produzieren, um Bauholz zu produzieren, braucht man gewisse Holzqualitäten. Deshalb haben unsere Vorfahren mit guten Gründen so viele Fichten angebaut, weil das ist eine Baumart, die schnell wächst, die gute Eigenschaften hat. Die ganze Sägeindustrie, die ganze Holzindustrie hat sich auf dieses Sortiment eingestellt. Und dieses Sortiment wird uns langfristig mit dem Klimawandel nicht mehr in der Menge zur Verfügung stehen, wie die ganze Industrie drauf eingestellt ist. Das heißt, schon seit Jahren bemüht man sich, gerade hier, das ist ein Laubholztisch. Okay. Laubholz ist einfach, das ist noch der Hoffnungsträger, dass das Laubholz, Buche, Eiche, je nach Standort, je nach Höhenlage, besser mit dem Klimawandel zurechtkommen als die anderen Baumarten. Nur das Laubholz hat die Besonderheit,
Das ist einfach schwerer als gerade es schönes, wächst ein bisschen krumm. Genau, sägefähige Stämme zu produzieren. Ja. Sprich, ich habe als Studentin schon immer gesagt, warum müssen wir im Wald das produzieren, was die Säger gut sägen können? Kann nicht mal die Industrie gucken, dass sie mit dem, was im Wald wächst, die krumme Säge gut findet. Nee, einfach das Holz weiter aufspaltet, Zellulose und Lignin. Ach so, dass man also sozusagen die primären Rohstoffe aus dem Holz raus und also die Zusammensetzung. Und da gibt es mittlerweile ganz viele Forschungseinrichtungen, auch in Laubholz. Ist die Spanplatte da eigentlich schon in der Richtung? Also die Spanplatte, klar, das ist auch, was kann man mit dem Restholz noch machen, das ist eins, aber da geht es dann um die Klebergeschichten, wie das zusammenhält, was man da verwendet. Die verschiedensten Sperrholzplatten, die OSB-Platte, das sind ja alles Sachen, wo man das Holz ganz klein macht, dass man einen anderen Werkstoff draus macht. Okay. Und da sind unsere Möglichkeiten noch nicht ausgeschöpft. Also da in der Technik weiter hinzugehen, wie kann man das Laubholz, die tollen Eigenschaften da weiter nutzen und dementsprechend auch freier in der Waldbewirtschaftung sein. Weil die vielen Probleme, die wir jetzt haben mit der Waldgesundheit, oder weil du gefragt hast, ist der Wald gesund oder nicht, der Wald, den wir jetzt, den jeder wahrscheinlich so im Kopf hat, jeder hat so ein eigenes Waldbild im Kopf, das hat aber nicht viel mit dem natürlichen Wald, mit dem wilden Wald zu tun, es ist ein kulturell überprägter Wald. Und wir Menschen haben den so hingestellt. Ich sage immer, die Entscheidungen von unseren Vorfahren im Wald, die waren gut und richtig zu ihrer Zeit, zu ihren Rahmenbedingungen. Aber dieser Wald, 80 bis 100 Jahre alt, 120 Jahre, das waren andere Voraussetzungen. Das heißt, die Bäume kämpfen jetzt mit den Bedingungen und wir wissen, diese Baumarten der Wald in dieser Zusammensetzung ist nicht zukunftsfähig. Wie ist es denn eigentlich, weil Sie gerade diese Altersangaben von Bäumen gemacht haben, also 80 bis 120 ist so. Und also ich habe jetzt mal irgendwann gelernt, die Sägewerke mögen keine dicken Stämme, angeblich, weil die irgendwie nur maximal 4, ich weiß nicht, wie weit sie es sägen können, irgendwie etwas weniger wie die ganz dicken Stämme. Ich finde es einfach super schade, dass im Wald keine richtig großen alten Bäume sind, die auch mal wirklich irgendwie deutlich über 100 Jahre alt sind, die dann also mal einen mächtigen, meterdicken Stamm haben. Ist das auch ein Teil des Problems? Weil ich stelle mir vor, ein alter Baum könnte viel mehr CO2 speichern, weil so ein kleiner Baum natürlich da weniger schaffen kann. Ist das ein Thema, weil die Sägewerke sich da nicht darauf einstellen mögen? Das ist so komplett komplex. Also es hat... Ich muss einfach da kurz ausholen. Ein Waldbesitzer, ein Waldeigentümer hat seine Verantwortung, seine Ziele, wie er den Wald bewirtschaften möchte. Also man muss sagen, der Wald gehört ja immer in Baden-Württemberg zumindest fast immer den Privatmann. Wir haben so eine Drittelung in Baden-Württemberg. Ein Drittel Staatswald, ganz, ganz grob gesagt. Ein Drittel Staatswald, ein Drittel Gemeindewald und ein Drittel Privatwald. Und dieser Drittel Privatwald teilt sich wieder auf in Großprivatwald und Kleinprivatwald. Und auch der Kleinprivatwald ist wieder sehr unterschiedlich, je nachdem, in welchem Erbengemeinschaftsgebiet ich bin. Haben wir die Hofgüter im Schwarzwald, weil die den Hof insgesamt vererbt haben. Aber es gibt Bereiche im Südschwarzwald, da haben wir wirklich nur die kleinen, kleinen Handtücher. Und was die Bewirtschaftung angeht, ist natürlich, je kleiner die Fläche ist, desto schwieriger und komplizierter ist es, das zu tun. Also jeder Wald hat einen Eigentümer. Der Eigentümer legt seine Zielsetzung fest. Und da gibt es mittlerweile einfach gerade, zum Beispiel im Staatswald, gibt es ein Alt- und Totholzkonzept. Was es genau darum geht. Genau. Der Wald hat ja verschiedenste Eigenschaften und die eine ist die ökonomische mit dem Holzertrag und da werden vielleicht noch andere dazukommen, dass man mal die Ökosystemleistungen insgesamt, die der Wald hat, bewertet. Im Moment bewerten wir nur das Holz. Okay. Ja. Aber die anderen Leistungen, Luftreinhaltung, Wasserfilter etc., das kann man noch, oder gibt es im Moment noch kein akzeptiertes System, um das zu bewerten. Sprich, diese Leistungen vom Wald. Und dann haben wir eben der Lebensraum und der Erholungsraum. Und der Lebensraum, wie wir den gestalten, das war immer meine Herausforderung, das mein Interesse. Wie kann man möglichst den divers, vielfältig und stabil gestalten? Die Stabilität hat dann wieder Einfluss auf die Holznutzung. Nur wenn ich einen stabilen Wald habe, habe ich ein geringes Risiko für das ganze System. Und
Aber wo ich da meine Prioritäten setze, das entscheidende Waldeigentümer. Ja. Für den Staatswald haben wir das Alt- und Totholzkonzept in Baden-Württemberg, weil man einfach immer alle Funktionen erfüllen muss. Und man versucht dann über ein Alt- und Totholzkonzept genau die Bereiche auszuweisen, wo die alten Bäume stehen, die alten Waldrefugien, dass die eben unangetastet bleiben. Gut, also der Staatswald ist, da gibt es ja Bannwald. Gibt es das Bannwald noch, wie so ein Muster, die Bannwälder sind die großen Bereiche, dann kommen kleinere Waldrefugien, dann kommen Habitatbaumgruppen und über dieses System will man auch erreichen, dass das wie ein Trittsteinkonzept ist, dass Arten, Insekten, Käfer, Säuger, Vögel, die an alte Bäume gebunden sind, dass die auch immer wieder Möglichkeiten haben, auch sich zu bewegen von einem Waldrefugium zum anderen. Ja, also jetzt nochmal, wenn wir jetzt nochmal kurz auf diese CO2-Senkenfunktion gucken. Also wir haben jetzt also einmal die Bäume, die gefällt werden, die natürlich, klar, die, wenn ich das verbrenne, dann habe ich natürlich das CO2. Wieder. Aber man muss natürlich sagen, im Gegensatz zu eine Kohle, die ich verbrenne, die ist ja geologisch gebunden gewesen. Die war, also vor 300 Millionen Jahren war das vielleicht auch mal ein Baum. Aber das ist doch schon eher lang her. Und den Baum, den ich jetzt habe, der hat sozusagen das CO2 der Atmosphäre vor 80 Jahren zum Beispiel entnommen. Oder er nimmt, oder den letzten 80 Jahre hat er immer fleißig entnommen. Und dann gebe ich sozusagen das entnommene CO2 wieder zurück. Das ist dann zumindest ein Kreislauf. Aber die andere Idee ist, dass man sagt, man kann das irgendwie speichern, indem ich also entweder direkt den Holztisch oder Bauholz oder sowas baue. Früher gab es viel Grubenholz, habe ich immer gelernt. Gruben, also eine Bergbaumine, das ist ja verschwunden, mehr oder weniger. Wir haben, also Papier fällt mir immer sofort ein. Das ist ja eigentlich ein relativ stark holzlastiges Produkt, auch sozusagen feinstofflich schon verändert. Wenn man das Papier also nicht verbrennen würde, sondern es mein Vater hat Papier immer vergraben und hat gesagt, das sei gesund für den Garten, ich weiß es nicht. Aber wenn man das also vergraben würde, würde das ja auch der Oberfläche den CO2-Haushalt entnommen. Wäre das ein Konzept, dass man sagt, also Papier in Zukunft nicht mehr verbrennen, sondern endlagern? Wäre ich jetzt mutig, so mutig bin ich nicht, das zu sagen. Aber ich kenne das andere Konzept, dass es gerade an vielen Orten Versuche gibt. Einfach hier aus der Kommune, wo ich im Gemeinderat tätig war, in Bohndorf, gibt es einen Biobetrieb, der Kohle in den Alpen sowohl zur eben CO2-Speicherung, aber vor allem zur Feuchtigkeitsspeicherung mit auf die Äcker ausbringt. Ja. Und das ist zum Beispiel einfach die Kreativität, solche Systeme weiterzudenken. Das, denke ich, macht durchaus einfach Sinn. Also der alte Beruf des Köhlers würde wieder aufleben. Man würde also sozusagen das Holz und das Restholz oder was auch immer man da hat, in Holzkohle verwandeln und die dann in zum Beispiel im Ackerbau einbringen. Also das leuchtet mir sofort ein, weil das Interessante ist ja eigentlich, die Holzkohle verrottet ja nicht. Das ist Holz verrottet, aber die Holzkohle bleibt sehr lange Holzkohle, fast ewig. Genau. Also einfach, wenn man solche Systeme weiterdenkt, ich bin jetzt weit weg davon zu sagen, Holz extra zu verbrennen, um dann die Kohle zu nutzen. Ja, also zu sondern, verkohlen, würde ich genau, jetzt mal sagen. Genau, aber einfach, wenn es in einem Prozess ist, also wenn ich mein Holz sowieso verbrenne, weil ich einfach für Wärmeerzeugung das nur für Kohle, dass ich dann das Restprodukt auch wieder einfach noch weiter verwende, das finde ich sehr spannend, einfach in diese Richtung weiterzuarbeiten und weiter. Ja, aber das, also die Voluminas von der, also von der gesamten biologischen Produktion sind ja enorm. Also wir haben ja immer, da gibt es ja diese berühmte Hawaii-Kurve, diese Kiel-Kurve, wo man sieht, im Sommer, wenn dann die Vegetation bei uns in der Nordhalbkugel da wächst, dann sinkt ja der CO2-Gehalt auf der Erde. Er steigt ja eigentlich nur immer im Winter. Und da ist, weil einfach die Pflanzen nichts produzieren, natürlich war ja auch da die Heizungen sehr stark laufen. Ich weiß gar nicht, wie die Anteile da sind. Aber man hat also festgestellt, dass tatsächlich das CO2, die Absorption nimmt zu von den biologischen Systemen. Ja. Also das ist tatsächlich erstaunlich. Wir haben ja noch einen anderen interessanten Freund im Wald oder Feind, je nachdem man will. Das sind die Pilze. Die Pilze kümmern sich ja immer darum, aus dem Holz, das man nicht entnehmen, letztendlich das zu zerlegen. Und machen auch wieder CO2 draus. Also soweit ich das verstanden habe. Also biologisch ist es so, der Pilz kann irgendwie diese Fasern
Oder was kann der? Der kann das Holz zerlegen, also das Zellulose oder so. Was macht der da? Genau, also auch wieder. Ich muss gerade schmunzeln, weil ich an unseren Pilzexperten im Nationalpark Schwarzwald denke. Okay. Und wenn du mit dem einen Spaziergang machst, dann kommst du keinen Meter weit an, ohne dass er ein bestimmt Pilz 20 Pilzarten, die er aufzeigen kann, okay, auf diesem Schritt. Okay. Von daher auch da wieder hochspezialisiert. Jeder, eben, es ist immer wieder faszinierend. Und das macht auch die Arbeit bei uns im Nationalpark so spannend. Und auch die Demut, dann wirklich zuzuschauen, was passiert, wenn wir nichts tun. Mhm. Es gibt ja kein perfekteres System als so ein natürliches Ökosystem. Da ist keine Energie, kein Tropfen Wasser, Nährstoffe wird verschwendet, es wird alles wieder genutzt. Alles wieder genutzt, aber auf eine Art und Weise, wo ich manchmal denke, wenn wir eben mit den Wissenschaftlern im Wald stehen und wir haben dann den Wissenschaftler für die Pilze, wir haben den Wissenschaftler für die Käfer, wir haben den Wissenschaftler für die Pflanzen, dann haben wir den Wissenschaftler für die Vögel und jeder beschreibt nur sein Detail. Okay. Und das ganze System zu verstehen, das zusammenzubringen, ich glaube, das sind wir Menschen, das haben wir immer noch nicht geschafft. Nee, das glaube ich. Also das ist ja hoch verflochten. Ich meine, es ist ja auch die Frage, die Bäume leben ja teilweise dadurch, dass die Pilze unten ihnen da Nährstoffe und Substanzen zuliefern, die sie selber nicht aufschließen können. Genau. Und dieses Netzwerk Mykorrhiza, das einfach dann da alles vernetzt. Eben, der eine Pilz hat sich aufs Lignin spezialisiert, der andere Pilz auf die Zellulose. Das geht Hand in Hand, wie das da alles abgebaut wird und wie auch die Abbauprodukte dann wieder den anderen Pflanzen oder die Moose oder wer auch immer da als nächstes zur Verfügung stehen. Also fände ich jetzt auch eine interessante Frage, die nehme ich jetzt mit hier raus aus unserem Interview. Wenn wir mal so irgendwo eine Glasglocke, ich glaube, diesen Versuch gibt es, aber ich muss mal schauen, wie viel CO2 dann bei dem verrotteten Holz oder bei dem zersetzten, was da dann rauskommt. Weil am Schluss ist es ja mehr oder weniger weg, das Holz. Weiß ich nicht. Ja, aber es geht, also einfach diese, das ist auch immer unsere Diskussion, gerade ob sich die Gesellschaft erlauben kann, in der Zeit vom Klimawandel solche vielen, also so kleine Fläche im Nationalpark Schwarzwald, aber einfach die Bäume da absterben zu lassen, aus der Sicht der CO2-Speicherung. Wir müssen oft die Frage beantworten, warum leistet sich Baden-Württemberg diesen Nationalpark und hat dort nicht einfach einen bewirtschafteten Wald, der mehr CO2 speichern kann. Und also ich halte schon für plausibel, dass man so einen Nationalpark hat, weil ich meine, die Fläche ist ehrlich gesagt sehr überschaubar. Genau. Das ist, glaube ich, an der unteren Grenze, was noch ein Nationalpark Zulassung bekommt, wenn überhaupt, das war ja umstritten. Wie viele Quadratkilometer sind das oder Hektar? Also es sind 10.000 Hektar. 10.000 Hektar, das ist die Mindestfläche und das sind umgerechnet sind das 100 Quadratkilometer? 10.000 Hektar, irgendwas in der Art. Du der Physiker. So, gut, so, also jedenfalls eine Fläche, die gegenüber dem Land Baden-Württemberg also nicht 1% ist, so werde ich es überblicken. Genau. Wir bräuchten mehr Nationalparken. Ja, wir bräuchten da mehr. Und also ich bin da ganz bei Ihnen. Aber wie gesagt, man muss ja wissen, wie die Natur überhaupt versteht, wie die Natur funktioniert. Und es muss einfach noch Gebiete geben, wo wirklich die Natur ein bisschen ihre eigenen Kreisläufe wieder stabilisieren kann. Aber tatsächlich, dieses Verrotten ist, da gibt es ja immer die Frage, also ich kann jetzt das Holz dem Wald entnehmen, verbrenne das jetzt mal in meinen Wohnzimmerofen oder da, wo ich jetzt wohne, da baut man jetzt gerade eine Hackschnipsel-Fernwärme. Nahwärmeversorgung. Also das ganze Dorf wird hier irgendwie angeschlossen an so eine Hackschnipselheizung. Und Hackschnipsel sind immer so halbmäßig die Reste, die da eigentlich reinkommen. Also wenn da die Bäume gefällt werden, die schönen Stämme kommen ins Sägewerk und der ganze Rest, und das ist immer eine echte Menge, geht in die Hackschnipselei. Mhm. Und tatsächlich ist es so, wenn ich die jetzt im Wald liegen lassen würde, dann hätte ich natürlich daraus über die Pilze und was da alles so passiert, am Schluss letztendlich CO2 produziert. Also ich habe die gleiche Menge CO2 produziert im Wald, beziehungsweise in meinem Hackschnipselheizwerk, wenn ich das so über die Gesamtglasglocke mal messe. Ja, also in etwa. Wahrscheinlich gibt es noch Humusbildung, ja? Genau, würde ich ertragen. Also zum einen die Zeit ist eine andere. Wenn ich es verbrenne, ist das in noch viel kürzerer Zeit wieder freigesetzt, das wie wenn es im Wald verrottet. Und gleichzeitig einfach auch dieser ganze Kreislauf. Es wird halt weniger Nährstoffe werden dem Wald entzogen, wenn ich diese Menge vor Ort belasse. Gleichzeitig
Natürlich brauchen wir diese nachwachsenden Rohstoffe für die Energiegewinnung. Es wird nicht die Lösung geben, dass wir nur auf Solar, nur auf Wind oder nur auf Holz, sondern eben dieser Mix mit Erdwärme, mit allem. Und ich denke immer, wir diskutieren oft, was ist gut, was ist schlecht, die Bewertung und denken immer eine Lösung für alles. Ja. Solange für mich die Kreisläufe relativ eng sind und die Hackschnitzel für dieses Werk einfach aus der lokalen, aus der regionalen Umgebung kommen, wo ich weiß, wie dieses System auch funktioniert, wo ich weiß, dass eine naturnahe, nachhaltige Waldbewirtschaftung das Konzept ist, wo sie herstammen, dann finde ich das sehr gut und sehr nachvollziehbar, was eben gerade passiert und was dann häufig diskutiert wird, wenn viele riesige Heizwerke mit Holz geplant werden und entstehen. Ja. Dieses Thema der Rohstoffversorgung, das ist ein großes Thema. Und da darf man nicht die Augen zumachen und ohne jetzt, ich habe in Baden-Württemberg studiert, ich bin hier in der Forstwelt einfach, habe meinen Weg gemacht und ich habe ein sehr großes Vertrauen in die Waldbewirtschaftung in Baden-Württemberg, in Deutschland. Mhm. Wenn ich aber darüber hinausschaue, was eben an vielen Stellen passiert und da ist einfach das wichtig, dass man aus diesen Quellen keine Ressource, kein Rohstoff für solche. Also man sollte, also das wäre, also sozusagen, wir sollen unseren Wald wohl nutzen, aber natürlich auch nicht jetzt einfach aus irgendwelchen Regionen, die dann stattdessen Kohle oder Öl einsetzen, denen den Wald oder das Holz rauben. Oder auch den Raubbau am Wald betreiben. Ja, genau. Wie das einfach in vielen Beispiele hat man da. An vielen Stellen, also diese Sicherung der ganzen Lieferkette, wo kommt es her, das ist einfach natürlich entscheidend. Gibt es da für Holz eigentlich so Zertifikate, ABC, wie das immer so üblich ist, oder ist ja auch beim Fleisch und was auch immer, dass man sagt, das ist Holz aus biologischem Waldanbau, gibt es sowas? Also einfach die nachhaltige Natur, nachhaltige Waldbewirtschaftung. Da gibt's ein Zertifikat und dafür. Und das ein... Ja, also jetzt für Baden-Württemberg und oder global ist das Forest Stewardship Council, FSC. Also das ist FSC, was man auf den Packungen manchmal sieht. Genau, das ist ein ganz wichtiges und großes Zertifikat. Für Baden-Württemberg gibt es noch das PFC Zertifikat. Also ich denke, das ist schon mal der Mindeststandard einfach. Okay, also wenn ich jetzt von irgendwo Wald, dann sollte es mindestens globalen Standard da entsprechen. Jetzt haben wir hier, wir haben ja schon einiges in der Richtung gemacht, also nochmal zu dieser Biodiversität. Also wir haben ja Bio, also ich gehe mal ganz extrem in diese Methan-Bioenergie. Also man hat Felder mit Mais und macht dann aus dem Mais irgendwie letztendlich Methan. Und dabei hat man aber praktisch nur diese Maispflanze und keinerlei Diversität, soweit ich es gehört habe. Das haben wir im Wald, wenn wir Holz haben, zumindest ein bisschen oder vielleicht hoffentlich viel Biodiversität. Wie kann man sagen, man kann eine nachhaltige, auch eine ökonomisch darstellbare Holzwirtschaft machen mit Biodiversität, also mit Hecken oder was weiß ich, Waldrand ausflachend und mit den Tieren und Pflanzen, wie man sich das wünscht? Oder widerspricht sich das? So wie bei dem Maisanbau, wo ich dann mit den Herbiziden reingehe und dann ist nur Mais. Ich schmunzel, weil das ist, ich würde sagen, das große Ziel, an dem man seit 50 Jahren arbeitet oder die Forstwelt seit 100 oder 150 Jahren, genau diese Ziele miteinander zu verbinden, in einem sehr artenreichen, biodiversitätsreichen Waldökosystem auch den Rohstoff Holz zu nutzen. Und das ist immer beim Anfang, das war die Leidenschaft, warum ich das ganze Thema studiert habe, weil mich interessiert hat, wie ist das möglich, diese Frage, das zu erleben, wie ist das möglich? Und ich denke, die Waldbewirtschaftung in Baden-Württemberg, ich habe es vorher gesagt, mit dem Alt- und Totholzkonzept, mit der Waldbiotopkartierung, mit Bannwald, da gibt es viele, viele Systeme, die das sozusagen strukturell, formell schon mal einordnen. Und aber letztendlich ist der Revierleiter, der Förster vor Ort, der am besten sozusagen
einfach auch der den Blick dafür hat. Für den ganzen Wald bei uns gibt es eine, also ein Kernelement von einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung ist eine Planung, eine Forsteinrichtungsplanung. Okay, und also das ist ein nachhaltiges Planungswerk. Und um das zu erstellen, wird genau diese Frage immer vor Ort am Einzelnen diskutiert, weil das ist das große immer. Der Wald ist sehr schwierig. Ja, aber der einzelne Wald, da kann man sich konkret Bestand, angucken, genau. Am Hang, am Nordhang oder sonst wo. Genau. Dass man das sieht. Jetzt haben wir ja noch einen weiteren Einflussfaktor neuerdings im Wald, das sind diese Windräder. Also will ich jetzt gar nicht in die Details dieser Energiediskussion reingehen, aber ich habe gelernt, dass wenn man so ein großes Windrad aufstellt, also so 3 Megawatt oder so ein Turm, der halt da irgendwie über 100 Meter in die Höhe reicht, der braucht ja doch eine ganz ordentliche Waldfläche, die dafür diese Kräne und sonstige Installationen benötigt wird. Baustraße und nachher Unterhaltung. Baustraße braucht er, braucht diesen Lagerplatz, irgendwo wo der Kran hinkommt. Wie groß ist denn da der Einfluss? Also wie stark leidet da Ihr Waldherz, sage ich jetzt mal, wenn da so ein Turm plötzlich aufgestellt wird? Ich sehe einfach den Pragmatismus. Das eine geht nicht ohne das andere. Und wir haben gerade die Diskussion, dass direkt in der Nähe, nicht im Nationalpark, direkt angrenzend eine riesen Windkraftanlage, mehr wie 3, ja, die Größe kann ich jetzt sagen, aber ja, also es sind richtig, gigantische Windräder, die auch eigentlich am höchsten Punkt im Nordschwarzwald errichtet werden sollen. Also da kommt Friedesecke da. Hornisgrinde. Hornisgrinde, genau. Das ist gerade einfach der Prozess, diese Anfrage. Und natürlich stoßen da viele, viele Belange aufeinander. Gleichzeitig sage ich, wie wollen wir es lösen? Und ich persönlich habe ein großes Vertrauen in unsere Planungssysteme, die wir haben, um so eine Anlage dann wirklich, bis sie gebaut ist, ist es ein riesiger Planungsprozess. Ich hatte die politische Diskussion, dass wir da viel zu langsam sind, aber es ist aus meiner Sicht notwendig, dass man das genau prüft und abwägt. Und da haben wir einfach mit unserem Naturschutzrecht, mit unseren ganzen Vorschriften und Ausweisungen von besonderen Gebieten, da ist viel da, wo sich die Experten wirklich sehr intensiv Gedanken machen, wie kann man es tun. Und ich habe persönlich ein Vertrauen in dieses System. Ich darf auch sagen, dass ich diese Regelungen gut finde, die da drin sitzen, weil ich selber in meiner täglichen Arbeit, der Nationalpark hat zwar eine Kernzone, aber wir haben drumherum eine Managementzone, in der müssen wir arbeiten, da müssen wir eine Funktion aufrechterhalten und auch da stoßen wir immer wieder, klar, an Grenzen, die aus dem Natur- und Artenschutzrecht kommen und die sind da und die sind wichtig, dass die da sind. Und genauso bei so großen Windanlagen. Das Vogelthema ist ein Thema bei diesen Windanlagen. Ja, müssen wir schauen, was wir machen. Der Flächenverbrauch ist auch ein Thema im Wald. Und ich weiß, dass für viele Waldbesitzer natürlich die Bereitstellung von dieser Fläche für die Windkraftanlage deutlich lukrativer ist, wie wenn ich die Waldfläche bewirtschafte. Okay. Das sprich, auch hier im Wald finde ich es legitim, sich zu überlegen, was mache ich mit meiner Fläche? Und wenn ich auf einer kleinen Fläche eine Windkraftanlage stelle und der Rest Fläche dann zum Beispiel gar nichts mache und sich selber überlasse, wenn das an diesem Bereich geht, warum nicht? Das wäre dann eine Segregation von meinen Waldfunktionen. Sonst arbeiten wir immer integrativ. Ein Kollege bei mir hat gesagt, und das fand ich dann sehr interessant, er hat gemeint, Simone, warum müssen wir diese Windkraftanlagen dorthin setzen, wo die Natur Vorrang hat? Warum könne man nicht selber überlegen, die Windkraftanlagen, wir brauchen den Strom, die Natur braucht ihn nicht. Ja. Warum holen wir diese Anlagen nicht zu uns ins Gebiet, wo wir den Strom auch brauchen? Ja, ja. Also und sprich da, wir bauen Thema. Die Anlagen dorthin, wo wir am meisten Windausbeute haben, den höchsten Effizienzgrad, aber gleichzeitig zulasten von der Natur, von der ungestörten Fläche, die wir haben, könnten wir darauf verzichten, das Maximale rauszuholen aus dieser Anlage und dafür das in unser Umfeld zu nutzen, weil wir auch die Energie brauchen. Und das fand ich dann eine sehr interessante Perspektive, das mal zu denken, weil Baden-Württemberg ist ein sehr dicht besiedeltes Land und so wie du es vorher gesagt hast, das war schön zu hören, auch
dass du sagst, eigentlich bräuchte man mehr von diesen großflächigen Gebieten, also, wo der Mensch sich zurückzieht und wo man das mal machen kann. Wir sind nicht Nordamerika, wir sind Baden-Württemberg, wir sind dicht besiedelt, das ist sehr schwer, sowas zu realisieren. Wir haben auch im bewirtschafteten Wald immer wieder Inselflächen, wo das nicht passiert. Ja, also wie gesagt, ich bin großer Fan dazu, dass man das wirklich so trennt, dass man also ganz langfristig die Idee hat, es gibt sozusagen die Naturflächen und es gibt halt sozusagen die Zivilisationsflächen mit Straßen, Fabriken und was auch immer da ist und Windkraftwerken von mir aus. Aber dass man das nicht zu stark vermischt, weil dann habe ich nämlich danach gar nichts mehr. Ich gehe wahnsinnig gerne im Wald spazieren, muss ich sagen. Ich bin ein großer Fan hier. Aber ich leide schon drunter, wenn ich da so halb unter Industrieanlagen laufe. Das ist, und ich sehe Windkraftwerke als Industrieanlagen. Und dann ist natürlich der hochgewachsene Tannenbaum auch irgendwie mit seinen 30, 40 Metern nichts mehr, wenn daneben dann ein 200 Meter hoher Turm steht, wo dann noch steht, Achtung, Eisschlag. Das tut mir schon weh, muss ich echt sagen. Aber nochmal eine andere Ecke im Wald, die wir haben. Deutschland war ja sozusagen irgendwann mal vor 1000 oder 2000 oder wann auch immer sehr waldreich. Also eigentlich ein großes Wald und dann wurde nach und nach gerodet. Jetzt haben wir hier immer die Diskussion, also das fand ich besonders nett, weil die Überschrift so schön plakativ ist, die Verwaldung des Schwarzwaldes. Also die Gefahr, dass der Schwarzwald wieder, dass die Wiesen und Weiden zuwachsen. Verwaldung des Schwarzwaldes. Ja. Also dass man plötzlich dort, wo jetzt Weidewirtschaft ist, ist es ja im Wesentlichen, weil in den Höhenlagen Ackerbau nicht so ganz ökonomisch ist, was sich auch so ein bisschen drehen könnte. Wie sehen Sie denn das, dass die Natur sich dann diese Flächen wieder zurückholt, so wie sie vorgefunden wurden vor 2000, in Hochschwarzwald ist eher vor 500 Jahren gerodet worden. Wie stehen Sie zu so einem Phänomen? Also das ist der normale Lauf der Natur, das ist der natürliche Prozess, dass Flächen, die einfach mal menschlich genutzt wurden, aus gutem Grund gerodet wurden, dass das die normale Sukzession, dass das wieder zuwächst. Das ist ein Prozess. Im Nationalpark Schwarzwald haben wir den Prozess und in der Kernzone lassen wir diesen Prozess zu. Hochspannend, Sukzession, wie sich das entwickelt. Aber das haben wir an vielen Flächen, das weiß man eigentlich. Also von daher ist es ein Prozess, der da ist. Das ist so. Mhm. Wenn man das nicht meldet und offen hält. Wenn ich da nicht zweimal im Jahr die Kuh drüber lasse oder den Mäher, dann wächst es zu. Verbuscht erst und genau, dann kommt das geht Schritt für Schritt. Und darum haben wir auch, ich sage es jetzt einfach am Beispiel vom Nationalpark Schwarzwald, wir haben bei uns ganz speziell Grindenflächen. Das sind Hochweiden, das sind Weideflächen aus dem Mittelalter. Okay. Und die wurden seit dem Mittelalter kontinuierlich offen gehalten durch die Beweidung von beiden Seiten. Da haben die Menschen ihre Tiere auf die Hochweiden gelassen. Da haben sich einzigartige Ökosysteme entwickelt. Und das sind einzigartige Natura 2000 Gebiete. Die stehen unter also EU-Schutz. Und das heißt, aktiv arbeiten wir dran, diese Weiden offen zu halten. Das heißt Schafe oder? Schafe, Rinder und wir haben jetzt dort ein Projekt mit Wildpferden, mit Konigpferden, dass wir diese, weil das sind besondere Lebensräume, die müssen wir offen halten. Genauso haben wir FFH-Mähwiesen im Nationalpark. Und das ist das Thema. Also der Nationalpark, uns muss es gelingen, sowohl den Prozessschutz als auch diesen Artenschutz und naturschutzfachlichen Wert hochzuhalten. Der erfordert ein Management. Prozessschutz erfordert eigentlich ein Zuschauen, aber auch hier kann das Management sehr differenziert und anstrengend sein. Aber das Offenhalten von Bereichen, von Flächen ist zum einen aus Artenschutz und Naturschutzrecht an vielen Stellen festgelegt, notwendig, aber eben auch aus landschaftsästhetischen Gründen für uns, je nachdem, so eine offene Landschaft, es liegt im Auge des Betrachters, einer fühlt sich offener, strukturreicher, diverser ist, ein anderer geht lieber durch die lange Waldfläche. Leute, lieber die Schwäbische Alb besuchen oder lieber den Schwarzwald. Genau, das sind immer die zwei und Richtungen. Was man halt in der Diskussion nicht vergessen darf, wir Menschen haben den Wald geprägt, aber wir haben auch unsere Tierwelt um uns herum geprägt. Ja, das sprich, ist auch noch so uns Thema. Sind die Großherbivoren im Laufe der letzten, der Vergangenheit verloren gegangen. Das Begriff Großherbivoren, das sind der Wolf zum Beispiel. Also, nee, das ist ein Prädator.
Okay, ja, stimmt. Das sind Prädatoren oder das sind die Raubtiere, Großherbivoren. Genau. Das sind die Grasfresser. Die Grasfresser, also. Also sozusagen vom Hirsch. Auerochsen, die ganzen Wildtiere, jetzt noch Hirsch, Rotwild, Rehwild. Aber dann haben wir auch das Wisent zum Beispiel. Mhm. Und das sind natürlich Tiere, die haben einen enormen Einfluss auf ihr Umfeld, auf die Vegetation, auf die Freiflächen, auch auf die Situation, wie hat die Fläche bei uns ausgesehen vor 1000 Jahren. Ich glaube nicht, dass es der geschlossene Wald war, den wir so im Kopf haben. Also die Tiere haben den schon freigehalten, genau, auch früher. Genau, die haben einfach da ihre Wege, ihre Routen, ihre Plätze, ihre Bereiche, wo ihr Verbiss natürlich den Wald gestaltet hat. Und das heißt, dieses Bild, das vergessen wir oft in unseren Diskussionen. Mein persönlicher Traum ist, vielleicht am Ende von meinem Berufsleben haben wir es geschafft, dass vielleicht im Nationalpark Schwarzwald auch wieder Großherbivoren in Teilen unterwegs sind. Im Rothaargebirge gab es einen Versuch mit einer freilaufenden Wiesentherde, der hochspannend, aber eben in unserer dicht besiedelten Landschaft mit den besonderen Waldfunktionen, auf die Waldbesitzer auch beherbergen und pochen dürfen, ist natürlich nicht einfach. Unser Umgang mit dem Rotwild ist genauso ein Politikum, wo viele, viele gerade dran arbeiten, wie man das wieder ermöglichen kann. Also der Mensch ist einfach schon sehr einnehmend. Ja, wie gesagt, das ist eine wirklich schwierige Situation. Also auch die Frage, was ist eigentlich da zu schützen? Also schütze ich jetzt sozusagen ein Habitat oder eine Ökofläche aus dem Mittelalter, also diese Weiden, die dann sich ganz speziell dann entwickeln in so einer Höhenlage und Bodensituation und so weiter. Oder sage ich, Natur kann da komplett drauf wirken. Also ich mähe da jetzt auch nicht mehr und ich beweide das jetzt nicht explizit, wenn dann hernach da ein Hirsch drauf rumweidet, das ist okay. Das ist eine ganz schwierige philosophische Frage wahrscheinlich, was da jetzt der richtige Weg ist. Also die natürliche Situation werden wir in der Form in den nächsten 100, 200 Jahren nicht zurückkriegen. Also es wird immer letztendlich vom Mensch geprägt sein, letztendlich über die EU Natura 2000 Verordnung, das steht da an der Stelle, ist eine Mähwiese oder so. Oder was auch immer da kommen wird. Eben, was heißt zurückbekommen? Wir haben eben ganz andere Rahmenbedingungen. Wir haben ganz andere klimatische Voraussetzungen mittlerweile. Das heißt, ist natürlich auch noch. Wir können nicht eine Situation, die man so denkt, wieder zurückdrehen, sondern drum ist das Spannende, wir können mit dem Management gewisse Situationen versuchen aufrecht zu erhalten, aber selbst wenn wir eine Mähwiese mähen und einfach die frei halten, dass sie eine Wiese bleiben kann, wissen wir eigentlich nicht, ob die Artenzusammensetzung auf der Wiese mit dem Klimawandel, mit den ganzen Veränderungen im Umfeld, ob das so bleibt. Mhm. Sprich, natürlich im Nationalpark ist ein Großschutzgebiet und da haben wir beide, wir haben gerade beide Aufgaben. Zustand erhalten, aber ganz speziell auch, das ist immer unsere Diskussion, den Mut zu haben, einen Prozess laufen zu lassen und nicht zu kontrollieren. Der Mut, der muss natürlich da sein. Jetzt gibt es noch eine andere Richtung. Also wenn man so eine Flugreise antritt, da bin ich vor kurzem angesprochen worden, ich soll das Pflanzen von 10 Bäumen bezahlen. Habe ich dann auch gemacht, brav meinen Obolus da gezahlt, CO2-neutral da geflogen. Aber die Frage ist für mich dann immer, wohin werden jetzt eigentlich diese Bäume gepflanzt? Genau. Also irgendwo, gibt es da, ist es sozusagen ein Teil der Idee, dass man sagt, wir vergrößern die Forstflächen? Also es gibt ja immer so Prozentsätze, wie viel in Deutschland Forstfläche ist, Weide, Industrie, Straße. Ist das eine Idee, dass man sagt, in China war das, glaube ich, sehr intensiv gemacht. China hat unheimlich viele Bäume gepflanzt, was ich so mitgekriegt habe. Und tatsächlich auch mit einem gewissen Impact bezüglich der CO2-Bilanz, zumindest solange sie noch wachsen, nehmen sie auf jeden Fall was ein. Gibt es in Deutschland ein Programm, Bäume zu pflanzen? Also größer, außer jetzt mal so lokal im Stadtpark einen Zusatzbaum? Also was ich wahrnehme, ist eine große Bereitschaft der Menschen, Bäume zu pflanzen. Wir kriegen ganz viele Anfragen im Nationalpark Schwarzwald, wie können wir den Wald helfen? Können wir bei euch irgendwie Bäume pflanzen? Leider muss ich diese Anfragen immer negativ beantworten, weil wir sagen, bei uns ist Prozessschutz, wir wollen eben aktiv gar nichts tun. Gleichzeitig gibt es aber an vielen Stellen sehr gute Projekte, wo man einfach auch großflächig wirklich Bäume pflanzt. Der Baden-Württembergische Landkreis
glaube, der Städtetag oder Landkreistag hat das Projekt 1000 Bäume für die Kommunen. Ja, genau, solche Projekte. Solche Projekte gemacht. Und das finde ich natürlich sehr sinnvoll. Und ich glaube, das ist auch was, was den Menschen hilft, aus dieser Ohnmacht raus, dass man einfach doch das Gefühl hat, man kann irgendwo Bäume pflanzen, hat aber keinen eigenen Garten und kommt an Fläche. Das sind aus meiner Sicht immer gute Projekte, aber stellt die verantwortlichen Personen vor Ort immer für die Herausforderung, wo finde ich Fläche. Die Vergrößerung von der Waldfläche, das ist natürlich, da fragen Sie jetzt Försterin, also natürlich muss man die Waldfläche immer vergrößern, aber eben auch vor allem die Fläche, wo zum Beispiel einfach, wo man Prozesse laufen lassen kann. Wie schwer tun wir uns mit dem Biber zum Beispiel, dem Fläche zu geben, wo er gestalten kann. Persönlich denke ich, der ja eher die Bäume fällt, also wenn man das mal. Genau, aber der dann einfach durch die Vernässung, durch das Aufstauen wieder dort ganz andere Verhältnisse im Boden schafft, wo wieder was gespeichert wird. Ich denke, wir haben einfach das Potenzial noch nicht ausgeschöpft, was wir tun können mit Bäume pflanzen. Mhm. Und ich blicke da, der Wald ist das eine. Wir sind immer im Spagat Flächenverbrauch auf der einen Seite, wo man immer, wenn Fläche in Anspruch genommen wird, Waldfläche, muss ein Ausgleich wieder stattfinden. Mhm. Diese gesetzliche Voraussetzung haben wir schon seit langem. Macht dann auch vieles sehr kompliziert, weil wenn ich Wald wegnehme, fällt es oft schwer, wo wieder hin. Und dann gibt es auch andere Ausgleichsformen. Mhm. Aber was dringend aus meiner Sicht einfach verstärkt werden muss, ist die Streuobstthematik. Wir haben so viele alte Streuobstwiesen und wenn man die sich jetzt anschaut, natürlich ist es für viele nicht mehr attraktiv, aber die Wiese ist da, der Bestand ist da, viele Arten sind speziell auf diesen Lebensraum angewiesen, sprich, dass Kommunen einfach wieder Hochzeitsbäume, Kinderbäume, dass man Flächen einfach hat und auch die Eigentümer von Streuobstwiesen unterstützt, für jedes Kind, das geboren wird in der Gemeinde, ein Baum gespendet wird zum Beispiel, dass dann also die Frage ist einer dann, ersetzt wird. Wo kommt der hin? Genau, auf der Streuobstfläche, dass das für den Betreiber dann auch interessant ist. Und die Unterstützung, dass diese Flächen genutzt werden, weil die gehen uns verloren, die Streuobstwiesen. Ja, das ist jetzt aber auch spezielle Baumsorten, also die Obstbäume dann. Genau. Ein anderes Phänomen, was ich noch mitgekriegt habe, ist, wir haben ja jetzt diese Wolf-Problematik im Schwarzwald. Da will ich jetzt nicht ins Detail reingehen, aber es gibt, also zu mir haben Bauern gesagt, sie sind ja eh immer so, wenn sie da eine Weide betreiben, das ist immer so finanziell an der Grenze. Mhm. Also ein bisschen noch Zusatzkosten, dann sagen sie, dann lasse ich die Weide sein, also dann mache ich nichts mehr. Und die Gefahr ist ja jetzt, wenn da so Rinder gerissen werden, dass dann die Bauern sagen, okay, jetzt bevor ich da anfange, fünffach Zaun und was es da so alles gibt, das ist ja auch in deutscher Gründlichkeit dann geplant. Mhm. Fast so ein, wenn wir nicht zu krasse Ausdrücke verwenden, aber es ist schon heftig, welche Zäune da dann aufgestellt werden. Gerade für einen Wanderer, der es gewohnt war, so durch die auch mal ein bisschen mal quer zu gehen. Wenn ich jetzt diese Weiden, diese Hochweiden, also das ist speziell im Schwarzwald, dann verbaumen, also verwalden lasse, ist das vertretbar oder würde man sagen, nee, da darf der Wolf dann auch nicht hin, der soll nämlich offen bleiben, da muss man dann halt irgendwie eine Mähgebühr, oder da zahlt halt dann jemand das fürs Mähen. Was ist da die Idee? Sollte man die Flächen, die dann nicht mehr wirtschaftlich, auch nicht mehr annähernd wirtschaftlich sind, das sind ja jetzt schon teilweise EU-subventioniert, dass die da landschaftsschutzmäßig mähen, sollte man das dann erhöhen oder soll man sagen, dann lass mal einfach der Wald aufkommen? Also, was soll man? Was will man? Was fänden Sie gut? Was will man? Also wir haben die Situation jetzt ja schon. Also diese Grinden, die Hochweiden, die ich da oben genannt habe, die sind alles andere als wirtschaftlich. Das ist ein reiner Inputbetrieb, weil uns die Artenvielfalt dort was wert ist. Dieser Wert der besonderen Arten, vom Wiesenpieper angefangen bis auf den besonderen Schmetterlingen, die ganzen Käfer, die ganzen Spinnenarten. Die Vielfalt ist ein Schatz. Und ich glaube, wir haben immer noch nicht verstanden, dass in dem ganzen Klimawandel, die ganze Veränderung, die auf uns zukommen, wir wissen nicht, was kommt. Keiner kann es genau abschätzen. Und gleichzeitig müssen wir dann dafür sorgen, wie gehe ich um, wenn was auf mich zukommt, wo ich nicht genau weiß, was es ist, ein Risiko. Ich stelle mich
vielfältig auf. Mhm. Das heißt, ich brauche ein möglichst vielfältiges Ökosystem. Mhm. Ich brauche eine hohe Biodiversität, dass ich gut gewappnet bin, dass auch die Prozesse, die möglich sind, dass die möglichst vielfältig sind, die ablaufen können. Und was haben wir die letzten, also was hat der Mensch produziert? Wir haben einen riesen Artenverlust hingelegt und drum ist für mich einfach, es gibt verschiedene Arten von Biodiversität. Es ist die strukturelle Biodiversität, es ist die Artendiversität, Alpha, Beta, Gamma-Diversität in der Landschaft. Und da muss es das Ziel sein, aus meiner Sicht, die Vielfalt, so wie wir sie haben, möglichst zu erhalten oder zu fördern. Und das muss uns was wert sein. Und darum finde ich es schön, wenn man solche Wiesen, Offenflächen hat, die eine besondere Artenvielfalt haben. Also jetzt aus der Sicht des Artenschutzes. Dann ist es natürlich schön, wenn man möglichst dieser Erhalt der Vielfalt durch eine Beweidung kombiniert, weil dann hat man auch noch einfach durch die Beweidung einen Mehrwert, kann auch gleichzeitig zum Beispiel ein Lebensmittel produzieren. Mhm. Wenn ich sage, das Lebensmittel ist uns nicht mehr so viel wert, das lohnt sich nicht, dann bin ich schon dafür, dass man das offen halten muss und eben das, also die ganze Fläche, die Landschaftsstruktur sozusagen erhält. Obwohl man jetzt sagen könnte, die Bäume würden ja dann CO2 binden. Und ich meine, ich habe ja auch manchmal das Gefühl, es ist unter dem CO2-Regime natürlich, wenn ich nur das als einzigen Wert noch sehe, ob ich damit CO2 senke oder erhöhe, kann man nicht alles abdecken. Man muss auch mal sagen, es soll mal eine schöne Blumenwiese mit Schmetterlingen sein, die ich halt dann, die zwar nicht so viel CO2 absorbiert, aber natürlich irgendwo auch für unsere Welt wichtig ist. Aber da, wenn ich Sie da, also wenn da das Interview mit dem Marc Förschler vom Nationalpark geführt wird, das sind dann die spannenden Diskussionen, auch eine Wiese, auch so ein Wiesenökosystem speichert mehr CO2, als das man denkt. Also von daher, die Wurzeln und so. Da einfach nur zu sagen, der Wald ist das System, was CO2 speichert. Es ist schon auch die Diversität. Wir brauchen alles. Und insgesamt das Plädoyer in Dörfern, in Städten, auf Wiesen, auf Streuobstwiesen, mehr Bäume. Das ist okay, dann lassen wir es, glaube ich, mal mit diesem Plädoyer. Ich bedanke mich mal bei Frau Beck für diese gefühlvollen Einblick in die Waldwirtschaft, sage ich mal, wo man wirklich die Aspekte jenseits von dem, wie viel Stier oder Kubikmeter Holz wir da gewinnen, kennengelernt haben. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und so fachkundig das zu beantworten und für meine Zuschauer dieses Energieblocks der Wunsch, wenn es Ihnen gefallen hat, Daumen nach oben, vielleicht ein Abo hinterlassen. Dann gibt es weitere solche Interviews mit spannenden Leuten, die in der Energieszene tätig sind. Auf Wiedersehen.